ganz viel, 55 Derbys als Spieler in Wien, 14 als Trainer hast uns du erzählt, heute erstes Linzer Derby. Wie fällt dein Resümee aus da im Vergleich? Ja, grundsätzlich habe ich jetzt immer gehört, wie lange LASK nicht gewonnen hat gegen Blau-Weiß, wie viele Jahre das schon her ist, und sie fast immer als Favorit reingegangen, auch heute wieder, ist immer ein bisschen schwieriger, aber was natürlich nach dem Spiel abgegangen ist, war ganz, ganz super. Also die LASK-Fans haben uns schon von Beginn an super unterstützt und natürlich nach dem Sieg war es ganz toll. Und ich freue mich, dass mir als Trainer einmal gelungen ist, das zu schaffen. Aber natürlich für die Meisterschaft ist noch viel wichtiger der Sieg. Wir haben jetzt mit 5 Spielen und Punkte Maximum einen tollen Start hingelegt und wollen auf alle Fälle so weitermachen. Schwierig hat es vor allem ausgeschaut, erste Halbzeit, da ist nicht so wirklich viel zusammengelaufen. Na, die Blau-Weißen waren gut eingestellt auf uns und haben uns die Räume sehr gut eingeengt, haben gekämpft und sind gelaufen. Wir haben in der spielerischen Qualität nicht ganz das gebracht, was ich mir erhofft hätte. Man hat auch gemerkt, dass auf die Spieler ziemlicher Druck ist. Also sie haben nicht wirklich frei gespielt und es war, wie gesagt, ein richtiger schwerer und erkämpfter Sieg. Was sagst du zum Dominik? Gerade einmal kurz vor Schluss eingewechselt worden, seine 10 Minuten ganz toll runtergespielt, super Flanken, super Eckbälle braucht, sogar ein Tor geschossen und dann dieser Auszucker. Ja, ich habe das Foul jetzt, war so weit weg, habe ich nicht gesehen, aber es war, hat ausgeschaut wie ein Frustfoul, ein klares Foul an ihm. Der Schiedsrichter nicht geahndet, er ist aufgesprungen, ist nach und hat leider so ein Foul gemacht, das was vielleicht ausschlussreif war, ich weiß nicht genau. Schade, weil natürlich ist er immer Überlegung für die Startelf und mit seinen Standardsituationen und mit seinen Toren, jetzt macht er schon mit links auch, also da zeigt er wirklich auf und ist natürlich dann immer schade, wenn man dann ausgeschlossen wird, weil dann kann man wieder die nächste Partie nicht spielen, wobei man dann eine Überlegung wert wäre. Ich glaube, wer dann nächste Woche Überlegung ist, überlegst du nächste Woche. Feiert ordentlich. Danke, bis Gute. Danke. Ciao.